kriegst eine mittelschwere. Vita Mortis. Davon haben wir noch welche. Ihr seht relativ fit jetzt aus. Das heißt, ihr beide weiter heilen. So, das reicht sogar schon. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Vorwärts! Ich mach den Herd so wie möglich. Melden die Götter mich schützen! Okay, es ist nicht gut, dass sie jetzt aus allen Richtungen angerannt kommen. Ja? Der hasst. Kann ich helfen? Verteidigungskoordination haben wir nicht mehr, deswegen. Okay, kein Gesang. Dann lieber sowas. Oh, die große Seele da kommt. Worum handelt es sich? In Ordnung. Dein Befehl? Okay, da oben ist auf jeden Fall, also da ist auf jeden Fall noch einer. Okay, das sind noch drei. Ich werde tun, was ich kann. Euer Ende ist nah. Machen wir den Kettenzauber. Brauchst du mich? Ich werde mich darum kümmern. Du hältst dich nicht. So, einen davon. Kann ich helfen? Den haust du dann gleich gegen den Kerl raus. Ja. Euer Ende! Einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Sag, was du von mir willst. Vorwärts! Ich bin müde. Wir müssen rasten. Das sehe ich natürlich gerne. Also eine leichte Armbrust. Ich bin erschöpft. Lasst uns eine Weile rasten. Die Dämonen schlagen es ja nicht. Ich brauche eine Pause. So. Hier war nichts drin. Vom Wert. Oh, ein Stück einer kaputten Maschine, also Key-Item. Dies hier scheint der, das scheint ein Stück einer modernen, aber kaputten Maschine zu sein. Ja, und wiegt auch recht viel. So, Stufenerhöhung. Ich bin ja gewillt, mal mehr in Schlösser öffnen zu packen, aber ich glaube, 5 Punkte reichen. Wobei, packen wir die 5 Punkte für Illusionsentdecken auch noch da rein. Leichte Schnellschussarmbrust. 2 Angriffe pro Runde, ETW von plus 4. Und plus 2 Schaden gegen eine leichte Armbrust plus 1, die nur 1 hat, ein ETW von 3. Yeah. Dann brauchen wir allerdings
Immer alle fünf von denen raus. Ja, sehr viele Pfeile plus eins. Nehmen wir auch die hier raus, die können wir verkaufen. Wegspeisen. Hiervon. So. Die wegschmeißen. Wie sieht's bei dir denn aus? Da könnten wir auch mal 80 vertragen. Da hat sich das ja schon mal richtig gelohnt. Außerdem war hier unten ein Questteil. Ja, das heißt, wir können jetzt dann weiter nach oben. Einverstanden. Ist nur die tolle Frage. Hier sind Orks und ein Haufen Untote. Vor allem sehr seltsame Untote mit Klingen. Aber... ja... ein richtiges Schlachtfeld mit Barrikaden und alles, aber keine Spur von irgendwelchen Elfen bis jetzt. Und ja, wenn man sich so, es so ansieht, könnte man meinen, dass das Ganze ein Baum ist. Also mit dem, also um einen Baum herum gebaut wurde, weil da in der Mitte so ein dicker Stumpf ist. So. Das heißt, mal Quick Save und dann gehen wir nach oben. Sofort! Und hier ist ein nicht aggressives Skelett, was gleichzeitig irgendwie auch ein bisschen verblasst ist. Es soll geschehen! Ich habe die Hand der Seldarin um jeden Preis verteidigt und ich werde das auch weiterhin tun. Verdammt zum Umnehmen bleibt meine Pflicht klar. Ich bewache diesen Ort gegen jene, die die Überreste der Hand der Seldarin schänden würden. Da braucht ihr mit uns nicht zu streiten. Wir haben nicht vor, der Hand noch mehr Schaden zuzufügen. Wir haben keine Zeit, um uns das Gefasel von einem Geist anzuhören. Aus dem Weg und ihr werdet es bereuen. Sind wir mal diplomatisch. Das werde ich beurteilen. Sagt mir, was ihr vorhabt. Das Land wird von Bösem heimgesucht. Wir suchen Larel, damit er uns hilft, die Ursache zu entdecken. Vielleicht seid ihr nicht die Feinde, für die ich euch gehalten habe. Wenn es stimmt, was ihr sagt, dann ist es meine Pflicht, euch zu helfen, wenn es der Sache der Seldarin dient. Ich bin Letias Inaril, Klingensendinger der Seldarin. Letias, ihr sprecht von euren Pflichten gegenüber der Hand. Ich würde gern wissen, was das bedeutet. Wir müssen Larel finden. Könnt ihr uns helfen? Leider habe ich Larel schon lange nicht mehr gesehen. Ich weiß, dass er sich beim Untergang der Hand mit seinen Zauberern oben auf dem Labellasturm eingeschlossen hat. Sie haben versucht, einen Weg zu finden, um unser Volk durch Zauber zu retten. Aber irgendwas scheint wirklich fürchterlich schiefgelaufen zu sein. Findet einen Weg in den Labellasturm, vielleicht erhaltet ihr dort eine Antwort. Ich würde gerne etwas über euch und eure Pflichten erfahren. Manche sagen, Klingensänger seien die Elite der Elfenkrieger. Von frühestem Kindesalter an, Gebrauch von Waffen, Zauberei und Diplomatie unterwiesen, vertreten die Klingensänger die Sache der Elfen mit Wort und Tat. Letias hat erwähnt, Larel und seine Zauber hätten sich in den letzten Tagen der abgetretenen Hand oben im Labellasturm eingeschlossen. Als das Leben in der Hand der Seldarin blühte, war es meine Pflicht, die Sache der Seldarin zu verteidigen. Als ich unsere dunkelste Stunde näherte, schwor ich Larel und die Hand zu schützen, bis mein letzter Blutstropfen vergossen sein würde. Alles andere wäre eine Schande für meinesgleichen gewesen. Viele Tage lang kämpfte ich an der Seite meiner Brüder und Schwestern. Zahlreiche Orks und Goblins fielen, als meine Klinge singend durch die Luft schnellte. Obwohl ich nichts sah als das Blut meiner Gegner, verloren wir an Boden.
Als uns klar wurde, dass der Untergang der Hand unvermeidlich war, waren wir gezwungen, zu verzweifelten Mitteln zu greifen. Der Sehani-Turm war unser wichtigster Turm. Darin befanden sich die Werkstätten, in denen wir unsere Waffen und Artefakte herstellen. Wir konnten nicht zulassen, dass unsere Zauber in die Hände der Horde fallen würden. Das würde das gesamte Land Jahrhunderte nach der Zerstörung der Hand noch darunter leiden müssen. Also erdachten wir einen verzweifelten Plan, um dies zu verhindern. Der Zauber aller Artefakte im Sehani-Turm sollte entfesselt werden und der Turm sich auf diese Weise selbst zerstören. Doch bevor diese Energie freigesetzt wurden, wollten wir so viele Orks und Goblins wie möglich in den Turm locken. Für den Plan benötigten wir jemanden, der die Orks und Goblins in den Turm führen würde. Einer, der wusste, dass dieses Opfer gebracht werden musste. Einer, der willens war, zu sterben. Ich beschloss, dass ich es tun würde. Ich würde das Opfer bringen. Meine Pflicht war klar. Als die Zeit gekommen war, verfolgte mich die Horde, während ich den Turm hinaufeilte. Als meine Gegner den Raum auf der Turmspitze stürmten, kämpfte ich zum letzten Mal mit Klinge und Glauben. Mit einem Rücken zur Wand und dem Raum voller Orks und Goblins hörte ich die erste Explosion vom Fuße des Turms und lächelte. Ich starb. Ich wusste, dass ich gestorben war, aber dann erwachte ich wieder. Und da sah ich mich selbst. Nicht als elfischen Klingensender, sondern als entstelltes und totes Ungeheuer. Etwas hatte meinen Körper in dieser Form zurückgebracht, aber es hat meinen Geist verschont. Und nun stehe ich hier vor dem, was einst der Sehaine-Turm war. Vielleicht bin ich ein Ungeheuer, aber eine Sache hat sich nicht geändert. Meine Pflicht mir selber und der Hand Seldarin ging. Möget ihr Frieden finden. Naja, ich kann doch nochmal nach Ledias fragen. Ja, wir haben den Geist des Klingensenders Warte. Können ihn nochmal nach Laryl fragen. Der sagt uns aber nur dasselbe, aber hier Tagebuch wurde aktualisiert. Wir haben den Geist des Klingensängers Letias getroffen. Er erzählte uns von dem großen Opfer, das er bei der Zerstörung des Sehaine-Turms erbracht hatte. Vielen Dank, Letias. Ich komme wieder. Können wir noch was? Ja. Wo wurde das jetzt eingetragen? Ins Tagebuch? Ja, ins Tagebuch. Ah, stimmt, hier sind ja auch neue Sachen. Also das haben wir, glaube ich, bereits gehabt. Ja, eigentlich hatten wir all das hier. Tagebuch. Okay, also hier geht's runter. Ich höre. Die Frage ist, ob diese Ebene sicher ist. Zum Labellas-Turm geht's hier lang. Also es ist zu vermuten, dass diese Ebene nicht sicher ist. Dieser Fahrstuhl ist schon seit Jahrzehnten nicht mehr repariert worden. Hier geht's zum Solonar-Turm. Ich habe so das Gefühl, der Außenbereich hier ist sicher. Ja, und Labellas Turm, da sollte sich Laryl aufhalten, also der hier. Und der Turm hier, wie gesagt, der ist ja eingestürzt. Nicht erledigte Tagebuch. Ja, das ist der Sehaine-Turm, der zerstört wurde. Weil jetzt ist nur der Corellon, der Chevarash und der Chevarash, der Solunar und der Labellas Turm übrig. Der da ist scheinbar eingestürzt. Oder kann halt von hier aus nicht mehr erreicht werden. So, okay. Das heißt, wir können mal in die einzelnen Kammern hier gucken. Thank you.
ein altes Bett in der ehemaligen Fremdenherberge. Dein Weg weiter! Ja, in Ordnung. Okay, wäre die Frage gewesen, können wir hier unten nur schlafen? Sag, was du von mir willst. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Was haben wir hier?